So, meine Damen und Herren, da kommen wir zurück zu unserer Season 8, unseres fünften Rennens. Und auch erstmal das letzte Rennen in der heutigen Aufnahmesession, immer noch von Dienstag, den 21. September. Jetzt haben wir 16:25 Uhr. Also nicht mal ganz eine Stunde, und wir haben vier Rennen aufgezeichnet, so in etwa. Dann habe ich angefangen, 15:15 15 oder sowas. Also sagen wir Pi mal Daumen eine Stunde. Für vier Rennen. Das erste Rennen ist halt dementsprechend immer am längsten. Weil ich ja natürlich das gesamte Training fahre. Das wäre ja so klar. Ungarn ist es immer so, da schaffst du es nie, von einem Ding zwei miteinander zu machen. Siehst du, es gehen nie fucking zwei. Niemals. Ja, kann ich zweimal kacken gehen und hab da größeren Erfolg. Die, willst du mich verarschen? Der geht auf an die Wiese. Naja. Da kann man es wieder überspringen. Weil das ist unwichtig. Ist das Qualifying im Trocken, auch wenn das Regen nicht im Trocken ist. Auch wenn das Regen nicht im Trocken ist, ne? Auch wenn das Rennen nicht im Trocken ist. Meine Fresse. Fantastic. You've got pole. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere.
Right. I think we can call that a successful qualifying. We should be. Ich begrüße Sie wieder einmal aus Budapest für eine weitere Portion Formel 1 Action. Historisch betrachtet scheint es ein gutes Rennen für erste Siege zu sein, denn Button, Hill, Alonso und Heikki Kovalainen, sie alle haben hier zum ersten Mal die oberste Stufe des Siegertreppchens betreten dürfen. Regen mit nassen Reifen. Nur noch wenige Minuten bis zum Beginn. Also Full Wetter Reifen, also die blau markierten. Miss Monaco startet aus der Pole Position und daneben steht Charles Leclerc. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Gasly, Verstappen, Mick Schumacher und Ricardo. Norris, Russell, Tictum und Esteban Ocon. Bottas, Giovinazzi, Christian Lundgaard und Tsunoda, Stroll, Latifi, Luca Giotto und Jack Aitken, Schwartzmann, Zhou, Eilert und Nikita Mazepin. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Auf Inters, okay. Kriegt die Kurve noch mehr oder weniger. Shifting, we're predicting at least 20 minutes of heavy rainfall. It's hard to say if inters or wets are better right now. Solange ich mich noch nicht drehe, ist es ja in Ordnung und die sind ja auch alle auf Inters.
say we're monitoring somewhere on the ICE, be aware that we will start to see a loss of power. This lap of the race, keep this up. That was the fastest lap of the race so far. Ja, Racewin. Ich frage mich, was Antonio Giovinazzi macht. Wahrscheinlich hat er zwei Leute überholt. Das war eine Leistung, auf die unsere Sieger des großen Preises von Ungarn eindeutig stolz sind. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat machen?
Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Dies kann man einfach nur als einen fantastischen Tag für die Formel 1 bezeichnen. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert. Mr. Monaco vergrößert den Vorsprung. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Es geht doch nichts über einen Sieg auf dieser Strecke, habe ich recht? Es sieht aus, als hätte sich in dieser Meisterschaft ein Sieger herauskristallisiert. Steht die Sache fest? Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Wie hat Ihr Team auf die schlechten Wetterbedingungen reagiert? Danke für den Kommentar. Oh, keine Abzüge vorbei da. Ja, 1,07 Milliarden. Bleibt dabei. Okay, für einen Tag habe ich nichts. Hey Boss, ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn du die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Digi, wenn ich nur einen Tag frei habe und das Minimum sind 2 Tage, kann ich nichts einquetschen. Etwas, wozu wir gern deine Meinung hätten. Hey, ich soll dir ausrichten, dass die Abteilung sich für die Hilfe bedankt. Und ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich für das Zugucken. Wie gesagt, wir haben jetzt die erste Hälfte rum der 8. Season. Ich werde jetzt hier erstmal eine kleine Unterbrechung machen. Kann vielleicht sein, dass ich nachher im Verlauf des Tages diese Aufnahmesession noch weiter mache. Aber erstmal mache ich eine kleine Unterbrechung und sage danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.